Und es ist auch eine unserer Grundlagen in der Stadtteilarbeit, dass wir sagen, wir machen nichts, wenn es nicht die Bewohner wollen und mittun. Und das ist eine ständige Gratwanderung, die wir da haben, abzuwägen. Beim Community Organizing heißt es, tue nicht das, was der andere selbst tun kann. Und dann heißt es weiter, aber tue so viel, dass er es tun kann. Also wir müssen schon Dinge anbieten, Unterstützung anbieten, aber wir müssen ständig, und da sind wir auch immer wieder, also unter den Kollegen auch immer wieder in einem Abwägungsprozess, was tun wir jetzt, was übernehmen wir, oder wo sagen wir, ja, dann findet das halt nicht statt, damit wir diese Erwartungshaltung nicht noch stärken, sondern wirklich den Ball auch immer wieder zurückspielen und sagen, wenn ihr Veränderungen wollt, dann müsst ihr sie selber auch umsetzen, dann müsst ihr selber daran auch arbeiten. Sonst kommt nämlich, denke ich, auch Sozialarbeit ganz schnell in so ein Fahrwasser von ja, Mädchen für alles sein, Notpflaster sein, aber nicht wirklich Sachen umsetzen, so wie ihr Beispiel von der Wirtschaft, wo so die Leute sitzen, die dann wirklich die Welt verändern.